Das Jugendskilager im Skrieger Beachbadsee findet seit 1967 jeden Winter statt. Wir sind im Lager für die jüngeren Teilnehmer und gehen alle in die 3. bis 7. Klasse. Während 5 Tagen verbringen wir unsere Zeit mit den Leitern und vielen anderen Kindern aus der Region Freiburg. Unsere Unterkunft ist das Haus der Jugend, ganz oben am Hang. Alle Blumen kaufen! Dieses Jahr ist Zirkus das Lagerthema. Der Direktor und seine Truppe begrüßen uns. Guten Tag, liebe Kinder! Seid ihr alle gut angekommen? Die Anstrengung seid ihr euch. Eben, ihr seid hier angekommen, wieder genommen beim Zirkus 9. Ich bin der Direktor. Das ist meine Frau Direktorin. Ich rede hier auch von Direktorin sagen. Und das hier ist unser Gespann drumherum. Aber eigentlich sind dies ja die Leiter. Wieso? Roma. Roma, der hat den. Dann bilden wir die Zimmergruppen. Alle verstanden! Und gehen nach und nach hinein. Ein Tag im Jugendskilager beginnt mit einem guten Morgenessen. Kurz darauf machen wir uns bereit für die Piste und begeben uns gruppenweise mit den Leitern ins Skigebiet. Es gibt 4 verschiedene Niveaus von Ski- und Snowboard-Gruppen. Alle lernen etwas dazu, ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Vor allem aber haben wir jeden Tag eine Menge Spaß. Snowboard. Wegen Cruise oder wegen Jumps. Ich mache jeden Tag ein bisschen Fortschritte. Man kann ja noch nicht perfekt snowboarden. Das ist ja klar bei den Anfängern, aber läuft gut. Ich liebe es wirklich, wenn man den Fahrtwind überall spürt, weil es so leicht vorkommt wie nach Vogel. Wieder zurück im Lagerhaus haben wir am späteren Nachmittag etwas Freizeit. Das Haus der Jugend bietet viele Möglichkeiten, um die Zeit zu verbringen. Zusammen sein, spielen, spielen zusammen. Ja. Man lernt viele neue Kinder kennen und manchmal ergeben sich sogar gute Freundschaften daraus. Im Schullager kennt man einfach alle. Im Jugendskilager lernt man einfach Hölle für neue Leute kennen. Es ist einfach viel witziger, wenn man so fast niemanden kennt. Das Tagesprogramm macht hungrig. Jeden Abend und auch jeden Mittag kocht uns die Küchenmannschaft ein feines Menü. Wir
Sessen ist super gut. Es ist einfach unfair. Bis jetzt habe ich noch kein Sessen nicht gegeben. Damit man das Essen auch immer genießen kann, müssen alle ab und zu einen Beitrag leisten. Gruppenweise werden die Ämter verrichtet. Ich muss halt die ausgezählt und die sind zu verfolgen und die muss man halt einfach machen. Sonst geht es nicht, das Kind aus der Lederlinie. Ja. Wir machen auch Dreck, also müssen wir so Dreck kommen. Ich finde eigentlich Zahnwäsche schon einen wichtigen Teil. Man kann nicht einfach fünf Tage lang das dreckige Geschirr nur mehr auf die Ablage stellen. Es gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man im späteren Leben muss man es ja alleine machen, dass man das schon lernt. Im Abendprogramm dreht sich alles um den Zirkus Knü. Fast alle Mitarbeiter des Zirkus haben ein Problem. Der Clown ist immer traurig und trinkt zu viel. Der Abbott hat eine Stauballergie. Ja, eine Stauballergie, wenn man lieber. Geht das Abbott mit Stauballergie? Ja! Die Hellseherin kann nicht mehr aus ihrer Kugel lesen. Wir müssen dem Zirkus helfen und zeigen, dass auch wir Artisten und Schauspieler sein können. Es macht Spaß, sich zu verwandeln und in eine andere Rolle zu schlüpfen. Zum Beispiel in die des Clowns und eines Polizisten. Halt, stopp, Polizei! Ustige! Kontrolle! Also, Reblase. Ich schmecke 8 Promille, du? 12 Promille, also! Am letzten Abend, dem bunten Abend, wird uns sogar eine richtige Zirkusshow geboten. Die Disco darf natürlich auch nicht fehlen. Wie spät in die Nacht wird getanzt. Ganz langsam. Erschöpft, aber glücklich machen wir uns am nächsten Tag für die Abreise bereit. Zum Abschied machen alle mit beim Chiayai. Und dann geht's auch schon zurück nach Hause. Tschüss! Tschüss.